Jo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Der Kedos ist zurück in seinen regulären, in seinen normalen Let's Plays, zumindest was Skyrim angeht. Und ich habe insgesamt zwei Sachen verloren. Das eine wäre die Orientierung in diesem Spiel und das andere wäre mein Weisheitszahn. Die Orientierung bewirkt, dass wir uns erstmal orientieren müssen. Klingt logisch, oder? Und der Weisheitszahn, dass ich vielleicht in dieser Session ab und zu noch so ein bisschen komisch klingen könnte, weil das doch ab und zu noch durch die Fäden, die da noch drin sind, ein bisschen blockiert. Aber genug von meinem Weisheitszahn, das wollen wir ja gar nicht. Wir sind hier in Skyrim und wir haben schon ewig nicht mehr gezockt. Ihr wart schon ewig nicht mehr in den Landen hier zugegen mit Lydia, unserer kleinen süßen Schnecke, die hier so rumsteht und absolut kein Ausdruck der Freude zeigt, dass wir endlich mal wieder bei ihr sind und bei ihren zwei Freunden da. Oh, da bin ich ja ganz buschig. Aber was ich ganz vergessen habe, meine lieben Freunde, ich habe keine Uhr hier dran und eigentlich möchte ich nur 5 Folgen produzieren, die ich euch vor der Gamescom noch hochschubsen kann. Deswegen muss ich jetzt kurz zu meinem Stuhl zurück. Mein Handy nehmen. Und wieder ran, denn dann steht hier 13.53 Uhr, das heißt, ich nehme bis 14.53 Uhr in etwa auf. Das sind dann mindestens 5 Folgen, ja, also 5 gute Folgen für euch. Aber wir wollen ja nicht mit zu vielen Details verschwenden, denn ich weiß immerhin noch, was wir vorhatten. Eigentlich wollten wir da drin ja so eine Tussi suchen, so eine Tussi von so einem Typen, der irgendwie seine Tussi verloren hatte. Ich glaube, das war seine Schwester und die war da ja nicht drin. Stattdessen haben wir da drin irgend so einen komischen Endgegner platt gemacht und dann noch irgendwelche tollen Amulette bekommen und sowas. Die habe ich gar nicht, weiß ich gar nicht mehr, was wir da bekommen haben. Also, tolles Zeug jedenfalls, bin ich mir ziemlich sicher. Sonstiges, lass mal kurz gucken. Gewöhnlicher Seelenstein, goldene Klaue, bla 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 bla. Ist ja super toll hier. Und Zutaten und Schriftrollen und Bekleidung und Amulett von Dibella und. Oh, Redekunst, guck mal. Was habe ich denn gerade an? Gaudos-Amulett, stimmt. Das haben wir bekommen. Also ganz, ganz viel tolles Zeug. Aber der Punkt ist, diese Tussi, die ist ganz woanders. Die ist nämlich an irgendeiner Brücke, habe ich glaube ich noch gelesen. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt direkt noch dran erinnere, aber die liegt eben nicht hier. Auf dieser Insel, sondern die liegt unter irgendeiner Brücke. Hat da Pilze gesucht unter der Brücke und jetzt liegt sie halt unter der Brücke. Komischerweise. Jetzt mal gucken. Konnte man nicht noch irgendwie sprinten? Habe ich das schon wieder verpennt, wie man sprintet? Also mit Shift läuft man ganz normal. Nee, sprinten ging nicht, ne? Es ging nur so normal noch. Ging sprinten? Man bemerkt, ich habe komplett die Orientierung verloren. Da hinten ist eine Brücke, vielleicht liegt sie da irgendwo drunter. Aber ich guck mal einfach kurz. Steuerung. Wegstecken, springen, sprinten. Doch sprinten ging ja tatsächlich alt. Wieso mache ich das nie? Stimmt, das habe ich ja damals dann erst entdeckt. Hab dann bemerkt, irgendwie, hey, man kann sprinten. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht in Skyrim, ne? Was für ein Depp der Kedos mal wieder, ey. Was für ein Depp. Unterwasserwelten, meine Freunde, Unterwasserwelten. Dass ich das erst jetzt entdecke, das verbraucht natürlich massig Ausdauer und sollte man nicht die ganze Zeit machen. Aber man kann sprinten in Skyrim. Wusste ich auch noch nicht. Wusste ich tatsächlich, glaube ich, auch in diesen 7 Stunden noch nicht. Und vielleicht habe ich diesen Dialog schon mal in einer der vorherigen Folgen geführt. Ich habe keine Ahnung, weil ich bei meinen eigenen Let's Plays den Überblick verloren habe. Das wird sich aber ändern, meine Freunde. Hoffe ich doch mal schwer, weil jetzt sind ja mal die ganzen Krankenzeiten vorbei. Und ich bin wieder halbwegs am Leben. Ja, liegt hier jetzt irgendwo die Tussi rum oder liegt sie hier nicht rum? Wahrscheinlich an einer anderen Brücke, ne? Ich bin. Ja, Lydia, gehst du baden? Gehst du baden mit uns? Ist ja schön. Ich vermute schwer, die liegt woanders. Herum. Was ist denn da? Ach, so ein Hirsch. Wo ist eigentlich unser Pferd? Oh, nee. Ich habe noch vergessen, das kann man doch herpfeifen, glaube ich, oder? Kann man das herpfeifen? Weiß ich gerade eben gar nicht. Was passiert denn hier? Hallo? Ein Eisenpfeil, der sich vollkommen selbstständig im Wasser dreht und Wellen erzeugt. 2 Stück sogar. Perpetuum mobile würde man das nennen. Ich nehme es einfach mal mit, ne? Im Wasser gefunden, ist halb geschenkt. Und jetzt eine Brücke. Ich möchte eine Brücke, meine lieben Freunde. Und irgendwelche Viecher fliegen hier auch noch durch die Gegend. Irgendwelche komischen Motten. Wird ja gerade eben Nacht, aber jetzt können wir ein bisschen schon sprinten. Das beschleunigt das Ganze natürlich unheimlich. Unheimliche Beschleunigung. Ach da, wir haben unser Pferd wenigstens gut ersichtlich abgestellt. Hier gibt es doch bestimmt nochmal irgendeine Brücke, oder? Ja, da hinten gibt es nochmal irgendeine Brücke. Und irgendwelche Fische, die. Boah, hoffentlich überleben wir das. Ja, das war ja ein schneller Ritt und jetzt steckt man, glaube ich. Na, komm schon! Du bist ein Nord, ein Krieger des Nordens! Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Nee, aber ich glaube, ich fall gerade in sonst eine komische Rüstung. Richtung, Rüstung. In der Rüstung falle ich nicht. Lass dich jetzt mal gucken hier. Wo wollte ich denn.
Wer unterhält sich denn da erstmal? Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Klimek und Gwilin. Diese Bären machen Fräulein Pemba so wütend. Ja, ist okay. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Also ich bin, glaube ich, gerade eben wirklich zu blöd, die Brücke zu finden, an der diese... Zu finden wohl eher. An der diese Tussi das zeitliche gesegnet hat. Erstmal den markierten Ort entfernen. Wie ging das nochmal? Erstmal hier Markierung entfernen, so. Jetzt, wo könnte das sein? Also, es wurde ja, glaube ich, von der Insel geredet. Leute, ich habe da echt keinen Plan mehr. Und eigentlich wollte ich diese Session auch nutzen, um endlich mal zu den Graubärten zu kommen. Ich hoffe übrigens, es geht wirklich so von der sprachlichen Qualität her. Also für mich ist das immer noch, ich kann das gerade nicht einschätzen. Nicht, dass ihr denkt, ich mache da irgendwie so ein riesen Ding draus oder so. Doch, habe ich ziemlich gemacht um den letzten Weisheitszahn jetzt. Aber dadurch, dass eben noch die Fäden drin sind, ist es tatsächlich ab und zu so, dass ich nicht einschätzen kann, inwiefern ich gerade eben undeutlich klinge. Aber ich habe ja auch schon mehrere kleinere Livestreams jetzt gemacht die letzten Tage, also rein theoretisch sollte es für eine Stunde halbwegs deutliches Let's Playen vollkommen ausreichen. Und nach der Gamescom ist dann ja eh wieder alles beim... Was macht denn die Spinne hier? Ja, die Spinne kommt allein, kommt auf einem Bein. Ja, kommst du jetzt mal... Zack, Frostbissspinne. Zack, und da ist er auch schon weg. Ja, da musst du hier niemanden mehr umbringen, da reicht mein Pfeil dazu aus. Wie duckt man sich denn hier nochmal? STRG? Moment. Ja, Tatsache. Also man sieht, ich muss tatsächlich mal wieder so ein bisschen reinkommen erstmal. Das nehmen wir alles nicht mit. Wir brauchten schon Frostbiss, Gift und irgendwelche komischen alten Pfeile. Ich zumindest nicht. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon die ersten 6 Minuten in dieser Session nur damit verschwendet, irgendwie in den Landen rumzurennen, wie die größten Vollidioten, die keine Ahnung haben, wo sie hinwollen. Aber wenn, dann müsste diese... Das Licht? Warum ist denn da Licht? Komisch, warum ist da Licht? Hat da vielleicht jemand seine Taschenlampe liegen lassen? Ist ja total unverantwortlich. Die schöne Natur. Ein Nirnwurz. Nirnwurz. Ein Nirnwurz. Die muss, wenn, dann liegt die Tussi hier irgendwo im Wasser. Ja, wir müssen natürlich bloß wissen, wo. Ich schwimme jetzt nochmal zu der Brücke und wenn wir sie da nicht finden, dann gehen wir einfach zu den Graubärten hoch. Das ist auch echt schön, weil wir haben gerade eben Nacht und das ist dann, glaube ich, alles sehr schön romantisch und so ein Kram. Deswegen werden wir uns jetzt nicht mehr allzu lange mit aufhalten und die tust du dann halt eben auf dem Rückweg abholen. Ich werde das vielleicht nochmal kurz durchgoogeln. Weil sie ja hier wirklich nirgends zu liegen scheint. Ne. Bin ich zu blöd gerade eben zu? Tut mir leid. Was war... Oh, guck mal. Hirsch! Du meinst doch Hirsch! Das ist jetzt natürlich gerade eben eine wirklich unglaublich schöne Szene, wie wir diesem Hirsch hinterher schwimmen. Ja, hallo! Hirschpapa! 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 Genug von Hirschpopos. Wir schnappen lieber mal unser kleines Pferd, obwohl wir natürlich sprintmäßig auch jetzt gut drauf sind. Reiten, Pferd von Kedos und Lydia darf mal wieder unten bleiben. Ne? Die olle Bitch. Und jetzt... Hat die gerade gegähnt. Also der Mann da drüben kann es nicht gewesen sein. Der gähnt sicherlich nicht so weiblich. Da bin ich mir... gerade eben ziemlich sicher. Zweimal sicher in 2 Sätzen. Das kommt natürlich auch mal wieder grandios. Und jetzt, wo geht's denn hier hoch? Wo geht's denn hier hoch? Ich muss nach oben, meine lieben Freunde. Ich muss nach oben. Ebenso wie die Lautstärke von meinem Headset. Zack. Kann ich mit dem denn auch sprinten? Nee, das geht nicht. Das Pferd kann nicht schneller. Das ist einfach zu lahm. Aber wahrscheinlich wird das Pferd so in etwa... Was liegt denn hier rum? So in etwa die Geschwindigkeit von dem regulären Sprinten haben, denke ich mal. Ein Schädel. Das ist ja grandios, dass der einfach mal hier so auf dem Weg rumliegt. Oder will ich das Pferd... Ah, komm schon. Das ist ja... Wir machen das so. Zum einen haben wir erstmal kurz einen kleinen Ruckler, wenn wir uns mit dem Pferd hier rumdrehen, aber das ist ja sowieso egal, weil mein PC ist ehrlich gesagt ziemlich abgefuckt. Die Aufnahme hier ist auch wirklich total Guerilla-mäßig ohne irgendwelche Vorbereitung gestartet, also ich habe nichts irgendwie nochmal groß eingestellt, nicht geguckt, ob irgendwie mein PC gerade eben die entsprechende Leistung hat, weil ich habe den in den letzten paar Tagen mit Daten und allem möglichen vollgeballert. Das heißt, sofern ich da mal wirklich die Zeit finden werde nach der Gamescom, wird der vor der nächsten Aufnahme nochmal ordentlich gereinigt. Das erzähle ich alle 2 Minuten, aber hey, warum auch nicht? Und dann beginnt ja zum Ende des Jahres das Sparen auf einen neuen wunderschönen Rechner, wo wir dann tatsächlich den Speicherstand von Skyrim irgendwie transferieren müssen. Aber ich wollte eigentlich erklären, warum ich hier jetzt ohne Pferd hochgehe. Nur zum einen sind das Treppen, ja. Und ein Pferd ist jetzt bei Treppen nicht sonderlich gut versiert, gehe ich mal von aus.
Und zum anderen ist diese Reise zu den Graubärten ja so eine Art Pilgerreise. Und die sollte man natürlich so ein bisschen mit sich selbst aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung durchführen. Und deswegen machen wir das einfach mal und lesen erstmal Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Mundus vom Lateinischen, die Welt. Ihr Wort war die Stimme. Oder Mundus, das Ganze. Das Ganze oder die Welt, wie gesagt, Latein ist auch schon wieder ein Jährchen, zwei Jahre, das müsst ihr mich nicht mehr nachfragen. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Ja, Drachen sind ja immer ein großes Thema in Fantasy, also ich scheue auch Game of Thrones. Und, naja, ich will nicht spoilern. Nein, ich will nicht spoilern. Vielleicht kommen Drachen, vielleicht auch nicht, vielleicht sind hier Skiver. Mein Freund, fress meine Flammen, wo wir gerade eben schon von Drachen geredet haben, dann können wir den wenigstens verbrennen und ein bisschen braten hier. Obwohl da schon ein Pfeil drinstecken hat, aber habe ich doch gar keinen abgeschossen, oder? Nein, ich habe keinen Pfeil abgeschossen. Das ist ein alter Nordpfeil. Skiverschwanz ist auch so eine schöne Beleidigung. Du alter, dreckiger Skiverschwanz. Lydia, alles klar da hinten? Ne? Ist ja kalt. Aufpassen! Ja. Ich glaube, ihr war kalt. Natürlich war ihr kalt.